Die Veranstaltung im historischen Casino der Zeche Zollverein in Essen stand unter dem Motto Hausnotrufzentrale der Zukunft. Mehr als 180 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, den Niederlanden und der Türkei nahmen am zweiten Innovationstag der Berglisan GmbH im November 2011 teil. Referenten aus Industrie und Wissenschaft informierten über den aktuellen Stand der Hausnotruftechnik und entwarfen Visionen für die Zukunft. Schwerpunkt des Innovationstags 2011 waren die Themen Ambient Assisted Living, Telehealth und Telemedizin sowie mobile Lösungen. Mit dem Wettbewerb Beste Notrufzentrale bietet Berglisan Notrufanbietern die Chance, ihre Leistungen zu optimieren. Der Wettbewerb wird vom Dortmunder Soziologen Professor Clemens Adam wissenschaftlich begleitet. Ja, ich bin gefragt worden, ob ich als Wissenschaftler diesen Wettbewerb begleite. Da habe ich erst eine Zeit gezögert. Gibt mehrere Gründe, aber ich habe mich entschieden, weil mir die Qualität des ganzen Hausnotrufs seit vielen Jahren ein großes Anliegen ist. Und wenn ich mir die Entwicklung ansehe, dann sehe ich, dass es noch viel weiter zu entwickeln gibt. Und das möchte ich über diesen Wettbewerb begleiten und auch indirekt oder direkt fördern. Mir kommt es bei diesem Wettbewerb darauf an, dass die Qualität und die Kundenorientierung im Vordergrund stehen. Die technischen Möglichkeiten sind für mich eine unverzichtbare Voraussetzung. Die Voraussetzung, die schaffen andere. Ich sorge mit dafür, dass die personellen Einsätze, dass die Kundenorientierung, dass die Angebotspalette, dass der Service funktioniert. Dann haben die Kunden wirklich was davon, die Endkunden meine ich jetzt, aber auch die Anbieter haben dann was davon. Dann kriegen sie mehr Kunden, denn der Hausnotruf stagniert ja seit Jahren in Deutschland, wie wir ja heute gehört haben, bei ungefähr 2 bis noch nicht mal 3% der potenziellen Altersgruppe, für die er eigentlich gedacht ist. Also ganz besonders interessiert mich das Thema Hausnotrufzentrale der Zukunft mit den verschiedenen technischen Aspekten, also Voice over IP, was ja gerade der Herr Djordjevic in seiner Eröffnungsrede auch schon angesprochen hat. Das finde ich ein hochspannendes Thema und besonders spannend finde ich, wie man diese ganzen technischen Aspekte, die ja Berglisan abdecken muss, ja eigentlich mit dem Betreuungsgedanken und mit dem Dienstleistungsgedanken, den wir dann als Hausnotrufzentralenbetreiber auch nach vorne bringen wollen, wie man das verknüpfen kann. Neben den Vorträgen finde ich aber gerade die Pausengespräche hier im Foyer so wichtig und so interessant, weil man hier einfach ein Forum hat, mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Republik zusammenzukommen und einfach mal Erfahrungen auszutauschen. Und das in einer lockeren Atmosphäre, das finde ich ganz spannend. Now for us this day is an important day because we strongly believe in working together to bring telecare and telehealth further in the European markets. We have connections in 13 countries in Europe, and everywhere we see different initiatives. And for us, it's very important to bring all those partners together to bring the total involvement of telecare and telehealth further in the European market. Because I think the only way to do this is working together with industry and scientific partners, governments, insurance companies, and things like that. And that's one of the main things we think it's very important to have such an innovation day. In the future, I think depends on how much we will cooperate with each other. We are very much dependent on partners in industry because we only make monitoring centers, and partners in industry connect their products and services to our monitoring center, and together we will bring the innovation to the European market. And if we don't work together and inform each other and use our networks, it'll take far too long to bring this innovation to the market, which is very important because we get very big problems due to the age of the population. And that's why people have to stay longer at home. And we, together, can provide that in the market. Seit über 25 Jahren ist Berglisan der Innovationsführer bei Ruf- und Servicezentralen und in 14 Ländern Europas mit 700.000 angeschlossenen Teilnehmern vertreten. Mit über 200.000 Aufschaltungen gehört Berglisan auch in Deutschland zu den Marktführern.
Ich bin jetzt das erste Mal bei Ihnen beim Innovationstag. Ich fand es bis jetzt sehr, sehr interessant. Es ist eine gute Möglichkeit, sich hier auszutauschen, sich zu treffen. Und muss sagen, dass ich sicherlich in Zukunft das auch gerne wieder besuchen werde hier. Ich wünsche mir eigentlich, dass solche Plattformen in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen und dass man dort die Möglichkeit hat, sich weiter auszutauschen und Ideen vor allem miteinander auszutauschen, sodass man gegenseitig davon im Endeffekt dann auch einen gewissen Benefit hat. Also ich glaube, das, was wir genau hier erleben, das ist es im Endeffekt, dass der Anbieter auf den Kunden drauf zugeht und den Kunden mit einbindet in die Arbeit. Der jährliche Innovationstag von Werklisern ist ein Ort des Dialogs mit den Kunden und bezieht Erfahrungen und Anregungen in die laufende Entwicklung der Produkte mit ein. Wir haben gerade eine neue Hausnotrufzentrale gekauft, die jetzt also im Probebetrieb läuft, die UMO eben hier von Werklisern. Weil wir die zurzeit für die technisch wirklich beste Lösung halten, innovativste Lösung und flexibelste Geschichte. Dieses Event gefällt mir gut, weil es natürlich auch, man sagt heute in der Sprache, eine tolle Location ist, die ausgewählt worden ist. Das finde ich sehr nett und auch sehr gelungen. Und für mich am wichtigsten ist an solchen Veranstaltungen neben den Fachvorträgen, die sicherlich sehr gut auch strukturiert sind, der Austausch mit den Kollegen. Und zwar auch nicht nur verbandsintern, sondern auch, ich sag mal, von anderen Verbänden. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich mit Kollegen auszutauschen, die nicht aus dem eigenen Stall kommen? Und für mich ist natürlich das Thema AAL ein entscheidendes, aber auch das Thema App-Entwicklung. Ich bin jetzt Teilnehmerin des Roten Kreuzes und wir sind in diesem Thema auf Bundesebene aktiv. Und da wird kurzfristig sicherlich auch eine Möglichkeit in der Entwicklung bereitstehen. Eine Notrufzentrale der Zukunft muss für meine Begriffe erstmal eine gute, solide Technik haben, wie zum Beispiel eine Werklisern-Zentrale. Ich sage das einfach mal, weil ich von dem Produkt auch überzeugt bin. Dahinter steckt eine technische Dienstleistung, aber diese Notrufzentrale kann nur wirklich gut sein, wenn man auch die menschliche Dienstleistung damit kombiniert. Und das ist sicherlich mit einer der schwierigeren Faktoren, geeignete Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, die den Menschen zugewandt sind, die gleichzeitig technisch affin sind und auch da eine Brücke schlagen können zwischen der Technik, die sie nutzen, und dem Zugang zu dem einzelnen Menschen. Und deshalb glaube ich, dass die Notrufzentrale vielleicht zukünftig auch Servicezentrale heißen könnte. Auch das ist sicherlich ein Punkt, den man diskutieren muss. Und ich glaube, wir befinden uns gerade so auf einem Scheideweg zwischen Notrufthema und Servicethema. Und da einen guten Weg zu finden, ich denke, dafür sind wir hier und das wird uns auch gelingen. Die offene Schnittstellenphilosophie und das Baukastenprinzip der Ruf- und Servicezentrale UMO von Werklisern machen es möglich, Wünsche und Anforderungen von Kunden kurzfristig umzusetzen. Im Dialog mit den Kunden entwickelt Werklisern die UMO ständig weiter. Ich glaube, bei uns in den Niederlanden, da ist das oder in einer Versicherung oder privat gefinanziert. Und ich glaube, dass es geht von Versicherung nach privat. Und wenn es privat ist, dann gibt man mehr Möglichkeiten, um mehrere Funktionalitäten an den Mann zu bringen. Verstehen Sie? Also ich spreche jetzt Luxemburg an. Wir sind sehr stark interessiert am mobilen Notruf und sehe da das größte Potenzial. Ja, ich denke, dass verschiedene Systeme künftig zusammenwachsen werden. Wir haben ja die normalen klassischen Hausnotrufgeräte, wir haben die Telefone zu Hause bei den Menschen, wir haben mittlerweile PC, wir haben die iPhone und was es alles gibt. Und ich denke, dass diese verschiedenen Systeme künftig besser zusammen oder mehr zusammenwachsen werden. Und da ein paar Informationen zu kriegen, finde ich ganz nützlich. Ja, so eine Veranstaltung ist besonders wichtig, dass es offen ist und in Anführungszeichen herstellerneutral, dass es eine Plattform ist für unsere Kunden zum tatsächlichen Innovationsaustausch. Und ich denke, das ist ausgezeichnet gelungen hier. War wirklich fantastisch. Wir haben hier sehr viele Kunden gehabt, in etwa 50 Notrufzentralen, 180 Leute, die da gewesen sind, die interessiert sind an Innovationen, und viele Hersteller,
Der Tag hat uns eigentlich gezeigt, dass wir ein Hausnotruf-Netzwerk international gründen können. Weglisern versteht sich nicht nur als Soft- und Hardware-Lieferant, wir wollen viel mehr. Wir wollen Leute an einen Tisch zusammenbringen, die über den Hausnotruf nachdenken und die den Hausnotruf auch besser machen können. Wir bringen Dienstleister zusammen, nicht nur aus dem Elderly Care-Bereich, sondern auch Dienstleister aus der Wohnungsbaugesellschaft und Sicherheitstechnik, denn nur da kann ein echter Know-how-Transfer stattfinden. Und das ist uns mit diesem Tag wirklich sehr gut gelungen. Servicezentralen, Hausnotrufdienste, Lieferanten, Hersteller und nicht zuletzt Werklisern präsentieren ihre Sicht auf aktuelle technische und soziale Entwicklungen. Der Innovationstag hat sich damit als richtungsweisende Plattform der Notruf- und Kommunikationssysteme im Gesundheitswesen etabliert.